Immer wieder werde ich mit Fragen überhäuft, wie man denn nun am besten ein Bild zu Schwarz-Weiß umwandle. Nun, da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich arbeite meistens mit den Kanalberechnungen, aber das ist jetzt zu mühsam, um das in einem kurzen Blog erklären zu können. Ich sage Ihnen hier eine Möglichkeit, die sich eignet, um möglichst einfach zu einem guten Resultat zu kommen. Und ich will Ihnen von einer Methode absolut dringendst abraten. Leider wird diese Methode immer noch ab und zu angewendet und ich will Ihnen hier zuerst zeigen, dass diese Methode die mit Abstand schlechteste ist, die Sie überhaupt nur wählen können. Die Rede ist von Farbtonsättigung, respektive das Bild entsättigen. Schauen Sie mal. Ich hole mir hier kurz das Korrekturpanel und hole hier Farbtonsättigung in der Liste. Und hier mache ich jetzt nichts anderes, als hier auf das Wort Sättigung klicken und den Regler nach links ziehen. Und jetzt schauen Sie mal, was Photoshop da Abscheuliches macht. So sieht das aus im Original und so im Anschluss. Jetzt wollen Sie mir aber nicht sagen, dass diese Technologie auch in allen Ernst noch eingesetzt werden soll zur heutigen Zeit, um Graustufenbilder zu erzeugen. Das wurde früher so gemacht und heute ist es aber so, dass es bessere Varianten gibt, weil Sie sehen hier, eigentlich sind da ja verschiedene Tonwerte zu sehen. Und das Entsättigen behandelt jetzt in diesem Fall, ich sage dann gleich wieso, das Bild so, dass gar keine Tonwerte mehr zu sehen sind. In diesem Fall wäre effektiv fast alles besser, was Sie machen können. Aber ich sage Ihnen zuerst, wieso das hier passiert. Schauen Sie mal, ich habe hier mein Infopanel und das Infopanel habe ich auf HSB umgestellt. Das mache ich sonst nie. Aber das HSB-Panel erklärt sehr schön, was hier passiert, weil Farbtonsättigung basiert eben genau auf diesem Prinzip HSB. Dieser spektrale Farbverlauf hier ist so aufgebaut, schauen Sie da oben, dass egal wo ich den Mauscursor platziere, es spielt keine Rolle. Die Farbe ist immer beim S auf 100. Das heißt, sie ist absolut maximal gesättigt. Mehr geht nicht in diesem RGB-Farbraum. Auch beim B, die Brightness, die Helligkeit, sind wir überall auf 100. Das heißt, wir haben es mit einer hellstmöglichen und am gesättigtsten möglichen Farbe zu tun und lediglich der Farbton, der variiert hier. Das Problem bei Farbtonsättigung ist, wenn alle Farben die gleiche Sättigung und die gleiche Helligkeit haben, dann werden lediglich die Farborte zusammengeschrumpft auf unbunt und die Sättigung und die Helligkeit, die wird dann aber sich nicht mehr in unterschiedlichen Grautönen bemerkbar machen. Also genau das, wie wenn Sie sagen würden, Bild, Korrekturen, Sättigung verringern. Das ist übrigens das Gleiche, wie wenn Sie hier hingehen würden bei Farbtonsättigung und hier die Sättigung zurücknehmen. Das ist Sättigung verringern. Wenn Sie schon mit Sättigung arbeiten wollen, dann können Sie den Nachfolger nehmen. Der ist zwar auch nicht gut, aber er ist besser als einfach das Entsättigen. Es gibt seit Photoshop CS4 hier die Dynamik. Wenn Sie da hingehen und da die Sättigung auf minus 100 schieben, dann werden wenigstens annähernd die Helligkeitswerte ein klein wenig berücksichtigt. Diese Sättigung hier, die versucht nämlich die Sättigung ein wenig anders zu behandeln. Ich sage jetzt nicht genau wie, das wäre dann Bestandteil von einem anderen Block. Was ich Ihnen empfehlen würde, ist auch nicht einfach diese Option hier, Bildmodus Graustufen, weil die funktioniert immer nach der gleichen Formel. Die nimmt immer 60% Grün, 30% Rot, 10% Blau und Sie sehen, dass das im Endeffekt etwa das gleiche ergibt, wie wenn ich hier die Sättigung zurücknehme. Das heißt, dieses Spiel da ist in etwa der Modus Graustufen, der ja auch nicht wirklich berauschend ist. Was also tun? Nun, es ist einfach.
gehen Sie, und das gibt es seit Photoshop CS3, hier auf Schwarz-Weiß, das finden Sie hier in den Korrekturen, oder hier unter Schwarz-Weiß, und holen Sie sich hier eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Das Tolle hierbei ist, es werden nicht nur die Farben entsprechend anders interpretiert, das heißt, Blau wird zum Beispiel dunkel interpretiert, während dem Gelb auf der rechten Seite eher hell ist, komischerweise aber auch die Magenta-Töne links, die sind noch heller. Was Sie in diesem Fall aber tun können, Sie können da oben auf diesen Zeigefinger klicken und können jetzt sagen, das Gelb, einfach da reinklicken, soll heller sein als das Magenta, was zum Beispiel hier ist. Ich gehe da wieder ein bisschen zurück. Und die Blautöne sollen bitte noch dunkler sein, irgendwo so. Und die Cyan-Grüntöne, die nehmen wir vielleicht irgendwo da auch noch ein bisschen dunkler hin. Und so können wir das Ganze steuern. In der Praxis würde das dann so ausschauen, wenn ich dieses Bild hier einfach entsättigen würde, dann wäre das das Beispiel. Ich gehe da mal kurz hin. Das Ganze wäre entsättigt. Sieht zum Davonlaufen aus. Wenn ich hier eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene verwende und hier von Hand eingreife, dann kann ich halt wirklich sagen, den Himmel hätte ich gerne dunkler. So. Ich hätte gerne den Strand etwas heller. Und ich hätte insbesondere auch gerne die Palmenblätter hier etwas heller. Und jetzt sehen Sie, wie Sie hier das Graustufenbild wirklich formen können, so wie Sie das gerne entsprechend halt eben hätten. Das wäre mit der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene und das wäre mit dem Entsättigen. Übrigens, die Schwarz-Weiß-Einstellungsebene, die funktioniert bei Farbbildern auch ganz toll, wenn Sie die auf den Modus Luminanz stellen. Dann haben Sie nämlich den Bonus, ich mache das nochmals ganz neu und stelle den von Anfang an auf Luminanz. Dann haben Sie nämlich den Bonus, dass Sie die Helligkeit der Farbe steuern können. Das habe ich in einem Blog vor ein paar Monaten schon mal gezeigt, aber es ist so praktisch, dass ich es halt wieder ab und zu zeigen muss. Des Weiteren kann es auch mal ganz witzig sein, Schwarz-Weiß-Einstellungsebenen auf weiches Licht oder ineinander kopieren zu stellen, die Deckkraft etwas zurückzunehmen und dann hier wieder zu arbeiten, weil Sie dann da auch wieder insbesondere die Sättigung und auch ein bisschen die Helligkeit des Bildes beeinflussen können. Das also ganz kurz ein Block, der wirklich sagen soll, Hände weg vom Entsättigen, und wenn es schnell gehen soll, arbeiten Sie mit der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene. Wenn Sie mehr Zeit haben, dann empfehle ich Ihnen die Kanalberechnungen, wo Sie verschiedene Umsetzungen auf verschiedene Ebenen setzen und diese dann mit Ebenenmasken kombinieren können. Dann müssen Sie pro Graustufenbild aber ein bisschen mehr Zeit haben. Oder wenn Sie es schnell, absolut sensationell wollen, so gut, dass auch Photoshop eigentlich nicht mehr mithalten kann, dann schauen Sie sich Silver FX Pro 2 von Nix Software an. Für mich das mit Abstand beste Plugin im Bereich Schwarz-Weiß, das es überhaupt auf dem Markt gibt. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Mischa Meierle.